Das Dritte, wir müssen offensiver mit der vierten Impfung umgehen. Der Verlauf bei der Platzierung der vierten Impfung kann nicht zufriedenstellen. Wir haben alleine 13,5 Millionen Menschen, die über 70 sind, für die die vierte Impfung von der STIKO empfohlen ist. Wir haben eine sehr große Zahl, man weiß es nicht so genau, aber wahrscheinlich 2% der Bevölkerung insgesamt, die Immundefekte hat. Wir haben aber darüber hinaus auch viele Menschen, die andere Risikofaktoren haben, schwer zu erkranken. Wir haben aber insgesamt, selbst wenn man es auf die über 70-Jährigen begrenzt und die mit Immundefekt, haben wir weniger als 10% derjenigen mit der vierten Impfung derzeit geimpft, die für die vierte Impfung in Frage kommen. 90% derjenigen, für die die STIKO die vierte Impfung empfiehlt, sind noch mit der vierten Impfung nicht geimpft. Darüber hinaus sind seit dieser Empfehlung neue Studien erschienen, die auch klar belegen, dass von der vierten Impfung auch die profitieren, die noch nicht 70 sind, aber weitere Risikofaktoren haben. Die Altersgruppe der 60- bis 70-Jährigen stellt in vielen Intensivstationen derzeit die größte Gruppe der Covid-Betroffenen, also da, und davon sind viele geboostert. Das bedeutet nicht, dass die Boosterung nicht vor schwerer Krankheit schützt, die tut es, aber tatsächlich ist das Risiko, wenn es auch in relativen Einheiten klein ist, weil es so viele betrifft, ein großes Risiko. Ich glaube, dass wir hier mehr tun könnten. Wir könnten hier zum einen auf diejenigen, die von der STIKO jetzt abgedeckt sind, offensiver zugehen, sagen, die vierte Impfung hilft und ist hier notwendig. Ich glaube aber auch, dass wir auf diejenigen zugehen sollten, zumindest in der Altersgruppe 60 bis 70, die Risikofaktoren haben, von denen wir wissen, dass sie das Sterberisiko für Covid und für den schweren Verlauf deutlich erhöhen. Hier spreche ich über zum Beispiel 60- bis 70-Jährige mit einem Bluthochdruck, mit einer Herzschwäche, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Menschen, die eine Krebserkrankung gehabt haben und eine Chemotherapie bekommen. Das sind alles Risikogruppen, die stark im Risiko stehen. Die sind von der derzeitigen STIKO-Empfehlung noch nicht abgedeckt. Ich habe daher die STIKO gebeten, die also Empfehlung noch einmal zu überarbeiten. Das ist mir auch zugesagt. Aber in der Zwischenzeit, weil ja jetzt die Welle tatsächlich so ausgeprägt ist, möchte ich also hier meine persönliche Einschätzung der Lage vortragen. Die Impfung ist ja zugelassen als Boosterimpfung auch für diese Gruppen. Ich empfehle tatsächlich jedem, zumindest in der Altersgruppe 60 und aufwärts, der Risikofaktoren hat, koronare Herzkrankheit, Herzschwäche, eine Lungenerkrankung beispielsweise, also Fibrose oder eine COPD, also chronisch obstruktive Lungenerkrankung, Diabetes, das sind ja die klassischen Risikofaktoren, auf die wir ja auch immer bei der dritten Impfung zugegangen sind, dass wir die vierte Impfung dort großzügiger nutzen, als wir es zum Teil tun. Ja, die vierte Impfung macht schon eine Woche nach der Impfung einen Unterschied und kann uns helfen, mit weniger Todesfällen durch diese schwere Welle zu kommen, mit der wir derzeit also zu ringen haben. Wie gesagt, das ist hier keine Kritik oder Abgrenzung von der STIKO. Die STIKO macht eine gründliche Arbeit, wird das prüfen, das ist zugesagt, aber wir müssen jetzt schnell handeln und daher ist es meine Einschätzung in der Funktion als Bundesgesundheitsminister, dass wir hier auch die 60- bis 70-Jährigen mit Risikogruppen, dass das auf der Grundlage des ärztlichen Ermessens mit einbezogen wird, dass auch diese Leute sich impfen lassen sollen. 10% der über 70-Jährigen geimpft, das ist einfach viel zu wenig. Wir müssen hier mehr machen und schließlich.